Wir haben in einer sehr frühen Folge von Denkreisen einen uralten Hoax über das Jahr 1000 aus dem Weg geräumt und festgestellt, dass die Menschen des Jahres 999 keine Weltuntergangsängste durchlebt hatten und dass der Papst Silvester II. Keine eschatologische Mitternachtsmesse abgehalten hatte, um so die Gunst der Kirche innerhalb der göttlichen Entscheidungen zu beweisen. Sprechen wir nun endlich darüber, wer der betreffende Papst dieser Ära war. Sein Name war Gerbert von Aurillac und dieser Name war im 10. Jahrhundert sogar über die gebildeten Kreise hinaus bekannt. Denn Gerbert mochte nur für 4 Jahre lang Papst gewesen sein, doch davor war er viele Jahre ein berühmter Denker, Mathematiker, Astronom und vor allem der Erzbischof von Reims und Ravenna. Wir können allerdings nicht über seine Biografie sprechen, ohne etwas über die Welt zu erzählen, in die er hineingeboren wurde. Die Zeit zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert ist eine Ära der Missionierung und Eroberung. Es sind jene Jahre, in denen das Christentum nicht nur Fuß fasst in Mittel- und Westeuropa, sondern dort zu einer zentralen und vorherrschenden Bewegung wird. Das Christentum hatte an den eigenen Entstehungsorten, wie zum Beispiel in Alexandria, Antiochia oder Jerusalem, bereits mehrere Jahrhunderte existiert. Doch all diese Städte waren inzwischen islamisch und die christlichen Bischöfe und Patriarchen wurden dort von den Moslems mal geduldet und mal verdrängt. Es gibt zwar diese Vorstellung der noblen islamischen Sultane und Wesire, die im Mittelalter das Christentum mit Respekt behandelt hatten, die historische Wirklichkeit ist doch etwas komplizierter. Die Moslems haben das Christentum vom ersten Tag an gehasst und abgelehnt. Und die Christen dachten ebenso über den Islam. Doch in Städten und Regionen, die seit Jahrzehnten kulturellen und geschäftlichen Schmelztiegeln entsprachen, konnten die Herrscher nicht einfach so reinen Tisch machen und die Christen aus diesen Städten vertreiben oder sie gar versklaven. Einigen ist es tatsächlich in den Sinn gekommen, aber es gab auch islamische Schriftgelehrte, die sich dagegen ausgesprochen haben, da sie verstanden hatten, dass eine muslimische Gesellschaft, die auf der Sklaverei aufgebaut ist, zum Scheitern verurteilt war. Und die islamische Zivilisation, die sich in diesen Jahrzehnten in alle Richtungen ausbreitete, war auch keine homogene Gruppe. Hier gab es blutrünstige Eroberer, brutale Halsabschneider, ebenso wie fromme Denker und milde Oberhäupter. Und viele waren letztendlich Pragmatiker, die wussten, dass es besser ist, die Christen zu besteuern, als sie zu unterdrücken. Die Sarazenen besaßen seit dem 8. Jahrhundert auch eine Jurisprudenz, die die Rolle der Juden und Christen auf islamischen Hoheitsgebieten regelte. Der Ausdruck dafür lautete Dhimma, was man wohl am besten mit dem Begriff Schutzbefohlene übersetzen könnte. Obwohl es im Islam nicht unüblich war, Ungläubige zu versklaven, entstand relativ schnell ein rechtliches System aus Befugnissen und Kopfsteuern, das den alltäglichen Umgang ermöglichte. Es war wie ein Vertrag, den man mit der islamischen Gemeinde eingegangen war. Man wurde geduldet, hatte gewisse Freiheit, aber auch zahlreiche Verpflichtungen und Einschränkungen in Bezug auf das Benehmen, Auftreten, Kleidung und den alltäglichen Umgang mit Moslems. Das alles war in Europa nicht unbekannt, denn die Grenzverläufe zwischen den christlichen und islamischen Gebieten wurden immer weiter nach Norden verschoben. Die Sorge vor der Expansionspolitik der Sarazenen war all diese Jahre und Jahrzehnte allgegenwärtig. Doch umso mehr sah sich die Kirche in Westeuropa gefordert, die Religion weit jenseits von Byzanz oder Rom zu festigen. Die Ära eines selbstbewussten Christentums im Nahen Osten ging damit zu Ende. Man muss hierbei eins bedenken, es waren damals die Kleriker, die christlichen Würdenträger, die neben den Aristokraten und Häuptlingen einen Antrieb darstellten und einen Gestaltungswillen besaßen. Und ihnen war es auch überlassen, eine Vision für die Zukunft Europas zu haben. Bildung, Wissensvermittlung, Kommunikation, diese Prozesse waren im frühen Mittelalter ohne die Klöster nicht denkbar. Heute stellt man sich ein solches Kloster mehr als etwas Karges und Rückschrittliches vor. Doch in Wirklichkeit waren es Hochburgen des Wissens und der Informiertheit. Somit muss man auch einen gewissen Zusammenhang sehen zwischen den Eroberungserfolgen der Moslems im Süden und im Südosten und dem Bedürfnis der Kirche in Zentral- und Westeuropa nicht nur Fuß zu fassen, sondern unmittelbar die Zukunft dieser Regionen mitzugestalten. Jetzt ist es aber so,
Viele dieser Gebiete waren relativ kürzlich erst bekehrt worden. Wir sprechen hier von Merowingern und Langobarden, von germanischen oder keltischen Stämmen. Viele der neuen Herrscher waren in erster oder zweiter Generation Christen. Sie waren vorher oft mehr eine Art Häuptlinge ihrer lokalen Region. Nun waren sie plötzlich Fürsten und Könige und ihre Legitimation kam durch die Kirche. Und nicht selten waren es nicht die Besiegten, sondern die Sieger, die das Kreuz angenommen hatten. Ein einzigartiger Mechanismus, der uns in der Geschichte des Christentums immer wieder begegnet. Will Durant schreibt über dieses Zeitalter: Frankreich war nun der reichste Besitz der römischen Kirche. Die Merowinger-Könige, die sich nach Polygamie und Mord den Himmel erkaufen wollten, überschütteten die Bistümer mit Ländereien und Einnahmequellen. Hier wie anderswo erhielt die Kirche Vermächtnisse von reumütigen Magnaten und frommen Erbinnen. Chilperichs Verbot solcher Vermächtnisse wurde bald von Guntram wieder aufgehoben. Es ist einer der vielen Scherze der Geschichte, dass sich die Geistlichkeit fast ausschließlich aus der gallorömischen Bevölkerungsschicht rekrutierte. Die bekehrten Franken knieten zu Füßen derer, die sie unterworfen hatten, und gaben ihnen in frommen Schenkungen zurück, was sie im Kriege gestohlen hatten. Die Geistlichen waren das tüchtigste, gebildetste und am wenigsten unmoralischste Element Galliens. Lesen und Schreiben war beinahe ihr Monopol, und wenn auch einige wenige ein anstoßerregendes Leben führten, so waren die meisten doch bestrebt, einer Bevölkerung Bildung und Moral zu bringen, welche unter der Habgier und den Kriegen ihrer Herren und Könige zu leiden hatte. Die Bischöfe waren nicht nur in geistlicher, sondern auch in weltlicher Hinsicht die führenden Köpfe ihrer Diözesen, und streitende Parteien suchten auch in nichtkirchlichen Angelegenheiten mit Vorliebe ihren Richtspruch. Überall nahmen sie die Witwen und Waisen, die Armen und die Sklaven in ihren Schutz. In vielen Diözesen sorgte die Kirche für den Bau von Krankenhäusern. Ein solches Hôtel Dieu, eine Herberge Gottes, wurde in Paris im Jahre 651 eröffnet. Tja, an dieser Stelle muss man sagen, dass das heute keine sehr populäre Position ist. Wir gelangen damit zu dem Gegenwartsproblem unserer modernen Geschichtsbetrachtung. Auf der einen Seite gibt es den postmodernen Blickwinkel. Hier wird die christliche Mission gerne als ein beachtliches Übel angesehen. Heute sind viele der Meinung, dass so ziemlich alles, was die Kirche und die Geistlichen damals gemacht haben, falsch war. Doch hier wird häufig das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Ich bin stets für eine nachdrückliche Kirchenkritik. Aber das Lesen von Büchern über diese Jahrhunderte hat mich auch eines Besseren belehrt. Das mittelalterliche Christentum hatte viele Gesichter und nicht alle waren monströs. Wenn wir von der Christianisierung Europas im 8. oder 9. Jahrhundert sprechen, dann müssen wir immer den mitschwingenden Bedrohungsfall des erstarkenden Islam im Blickfeld behalten. Im 7. Jahrhundert war bereits die gesamte spanische Halbinsel in der Hand der Umayyaden. Dort, wo heute der syrische Bürgerkrieg herrscht, verlief relativ kurz nach dem Tode Mohammeds die Konfliktgrenze mit dem Oströmischen Reich. Das Christentum und der Islam befanden sich vom ersten Tag an in einer gewaltigen Reibung. Man darf es sich aber auch nicht als einen offenen Krieg, der Jahrhunderte dauert, vorstellen. Es war wohl mehr eine Art kalter Krieg, der alle paar Jahre oder Jahrzehnte zu Scharmützeln, Belagerungen und später dann auch in einen offenen Konflikt ausgebrochen war. Als im Oktober 732 Karl Martel zwischen Tours und Poitiers die Mauren besiegte, also an einer Stelle, die sich auf dem halben Weg nach Paris befunden hatte, wurde das nicht als der große abendländische Sieg gefeiert, zu dem wir es heute manchmal stilisieren. Damals war es mehr Business as usual. Was aber die Perspektive der bekehrten germanischen oder slawischen Heiden betrifft, dazu einige Zeilen von dem belgischen Historiker Jan Dont. Die Einführung des Christentums in einem Lande bedeutet also, dass dem Fürsten ein über das ganze Land gespanntes Netz verwaltungsmäßiger Art zur Verfügung stand und seinen Zentralisierungsbestrebungen eine Unterstützung lieh, die in der damaligen Zeit wie etwas Magisches erscheinen musste. Dadurch, dass der Fürst sich zum Christentum bekehrte und kirchliche Missionare ins Land rief, sicherte er sich also den unbedingten Beistand der Kirche. Er ging, jedenfalls vorläufig, dabei nicht einmal das Risiko ein, dass die Veränderung den großen Familien zugute käme, denn diese waren noch nicht imstande, die hohen Kirchenämter an sich zu reißen. Wenn man von der Person, der Familie und dem Hof des Herrschers absieht, ging der Übertritt des Volkes zum Christentum so vor sich, dass einfach die Autorität des Herrschers den Religionswechsel deckte.
Es kam so gut wie niemals vor, dass der Konversion eine individuelle Überredung vorausging und dass eine spezifische Kenntnis der neuen Religion oder gar ein Akt religiöser Kultur bzw. ein mystisches persönliches Erlebnis zu einer Bekehrung führte. Die Auffassung, die man damals vom Glauben hatte, scheint für die Anwendung individueller Überredungsmittel wenig geeignet gewesen zu sein. Die Mission des Bischofs Adalbert von Prag, der wirklich überzeugen wollte, führte zu seiner Ermordung durch die heidnischen Preußen im Jahr 997. Da die mächtigen Herren des Prutzengebietes sich der Christianisierung widersetzten. Alles spricht dafür, dass die Methode der religiösen Überredung durch Predigt oder auch nur durch gutes Vorbild oder asketische Entsagung in den neuen Staaten zum Scheitern verurteilt war. Eher konnte ein ganz anderes Vorgehen glücken. Man stellte sich den maßgebenden Gruppen mit großem Pomp vor, nachdem man sich der Unterstützung durch einen politisch hervorragenden Machtträger versichert hatte. Man kann also darüber spekulieren, welche germanischen oder slawischen Häuptlinge lediglich die strategische Bewandtnis gesehen haben, sich in dieses christliche Netzwerk einzuklinken und damit in die neue progressive Religion, mit der so viel Wissen und so viel Fortschritt einherkam, und welche Häuptlinge tatsächlich eine christliche Epiphanie hatten und sich voller religiöser Inbrunst der Taufe zugewendet haben. Schwer zu sagen, doch nach Jan Dont waren das nicht so viele. Ich bin ja ein eher agnostischer Skeptiker mit einem starken Hang zum Zynismus und zur Misanthropie. Somit gehe ich immer erstmal davon aus, dass das Ganze für die meisten Häuptlinge nur Theater war. Sie machten ein wenig von dem Gebetsmurmeln mit und dafür bekamen sie Access. Vielleicht muss man sich das mehr wie den Press Briefing Room im Weißen Haus vorstellen. Da sind die ganzen Journalisten, also Leute, die überwiegend über einen akzeptablen IQ verfügen, und die kriegen täglich im Press Briefing diesen ganzen Geistesmüll verabreicht, der eigentlich ihre Intelligenz beleidigt. Aber weil sie den Access nicht verlieren wollen, der schließlich das A und O ihres Broterwerbs ist, heben sie brav die Hand hoch und fragen absurde Softball-Fragen, während der Kaiser augenscheinlich nackt ist. Doch vielleicht bin ich auch zu kritisch. Es mochte damals allerlei Bischöfe gegeben haben, die durchaus befähigt waren, in den einzelnen Kriegsherren des alten Europas den Sinn für das Numen zu erwecken. Das Numinose ist schließlich im Christentum sehr präsent und sehr ausgeprägt. Ich würde die steile Hypothese aufstellen, dass das Christentum heute, gerade in Europa, deshalb so viele Leute an irgendwelche Sekten und Meditationszirkel und Ashram-Gänger verliert, weil das westliche Christentum es verlernt hatte, das Numinose spürbar zu machen. Pfarrer, die in der Sonntagsmesse irgendwelche moralischen und sozial-ökonomischen Fragen behandeln, mögen ethisch auf dem richtigen Pfad sein, doch wer sich derartig nach aktuellen Tagesthemen belehren lassen möchte, kann das über den Umweg der Lindenstraße genauso tun. Die Häuptlinge des frühen Mittelalters hatten verstanden, welche Macht und welchen Einfluss sie gewinnen sollten, wenn sie das Kreuz annahmen. Aber es hängt mit der Frage zusammen, wie stark die Germanen oder Slawen an ihren Göttern festhielten. Im Falle der slawischen Völker mag einigen der Bekehrungsdruck zu stark gewesen sein. Als Heide galt man fast automatisch als Feind. Und einige waren vermutlich des ewigen Kämpfens müde. Nahm man die neue Religion an, bekam man vielleicht ein Kloster vor die Tür gesetzt, sicherlich aber eine Kirche und einen Dekan mit einigen jungen Mönchen. Beim nächsten Konflikt war plötzlich diese zusätzliche Instanz anwesend, jemand, der oft mehrere Sprachen sprach und auch mal Beschwerden beim Adel und bei den Prälaten einlegen konnte. Und so weiter. Um das etwas zu vertiefen und die Atmosphäre des 9. Jahrhunderts, also jene Jahrzehnte vor Gebers Geburt, festzuhalten, hier noch einige Zeilen von Will Durant. Die siegreichen Kämpfer der Eroberung Europas für das Christentum waren die Mönche. Die Krankenschwestern in diesem Kriege waren die Nonnen. Die Mönche halfen den Pionieren des Bauerntums Ödland kultivieren, Wälder roden, Sümpfe trockenlegen, Flüsse überbrücken und Wege anlegen. Sie schufen Gewerbezentren, Schulen, wohltätige Einrichtungen, schrieben Manuskripte ab und stellten bescheidene Bibliotheken zusammen. Sie verhalfen entwurzelten Menschen, die ihre altüberlieferten Bräuche, Kulte oder Heimstätten verloren hatten, zu einer sittlichen Ordnung, zu Mut und Trost. Immer wieder kam es vor, dass nach übermenschlichen Bemühungen um Tugendsamkeit, Frömmigkeit und Kraft Mönche und Nonnen in die Wesensart des gewöhnlichen Menschen zurückfielen, und fast in jedem Jahrhundert erwies sich
ein Reformfeldzug als notwendig, um die Mönche erneut auf die widernatürliche Höhe ihrer Klosterregel zu erheben. Es gab Mönche, die sich in einer vorübergehenden Stimmung der Frömmigkeit und Selbstaufgabe in ein Kloster aufnehmen ließen und der strengen Disziplin nicht mehr gewachsen waren, sobald ihre Begeisterung abflaute. Da waren ferner die Klosterkinder, die von ihren Eltern im Alter von 7 und mehr Jahren, manchmal schon als Wiegenkinder, dem Klosterleben geweiht worden waren. Okay, man muss dazu sagen, dass Will Durant eine sehr euphemistische Art zu schreiben hat. Immer wenn man nicht genau sagen kann, wovon er redet, geht es meistens um Sex. Es mag nicht überraschen, dass damals viele Geistliche schnell in ein Doppelleben verfielen, denn statt Jahr aus, Jahr ein in einem der berühmten Klöster zu sitzen und den ganzen Tag nur die anderen Mönchsbrüder zu sehen, verbrachten viele Kuttenträger ganze Wochen und Monate mit den Laien zusammen und halfen ihnen beim Ausbau neuer Gemeinden. Sie hingen also mit Leuten ab, deren Großväter noch Heiden waren, also mit Leuten, die wussten, wie man eine Party feiert. Mit Frauen. Ob auf dem Feld oder auf dem Markt, auf den Baustellen, vielerorts waren die Verhaltensgrenzen eines Mönches noch gar nicht so genau gezogen worden. Das hat jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit unserem Thema zu tun, aber es zeigt, dass in diesen Jahren die Rolle der Kirche innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft noch nicht endgültig definiert war. Dies ist die Zeit, in der die Äbte genau über diesen Problemen gebrütet haben. Es gab natürlich Leitlinien und theoretische Schriften, wie sie vom heiligen Benedikt oder Augustinus stammten, doch nun galt es, die Kirche in dieser neuen Welt aus fränkischen und germanischen Fürsten anzuwenden und zu etablieren. Und es scheint, als ob jedes Mal, wenn die Geistlichen zu einem integralen Bestandteil eines kulturellen Sprungs nach vorne wurden, sie anschließend sogleich einen Bedarf nach innerer Reformation hatten. Das Leben in Klöstern fiel nicht jedem gleich leicht. Und bis zu dem Zweiten Laterankonzil in 1139 gab es gerade zum Zölibat keine einheitliche Weisung. Hier in diesen Jahren zeichnet sich das jahrhundertelange, zerrissene und krankhafte Verhältnis der katholischen Kirche zur Sexualität ab. Ein Kapitel, das bis heute nicht abgeschlossen ist. Und doch bestand das größte Problem des Christentums damals nicht in den Mühen der Missionare, eine Lebensweise anzunehmen, die im Einklang mit den eher sexualfeindlichen Schriften von Augustinus waren. Es bestand auch nicht in dem bedrohlichen Grenzverlauf mit den islamischen Kalifaten. Das Problem war die Mutter der Christenheit, Rom. Denn all jene Reformen und Ideen kamen im Herzen des Christentums ganz zuletzt an. In Rom kämpfte man seit jeher um Macht. Und dies ging gerade an der Kirche nicht spurlos vorüber. Hierzu noch einige Zeilen bei Will Durant. Nach Rom gelangte die Reform zuletzt. Die Volksmassen der Stadt hatten sich schon immer als unlenkbar erwiesen, selbst als der kaiserliche Adler noch Legionen in seinen Klauen gehalten hatte. Nun sahen sich die Pontifices, die als einzige Waffe eine schwache Miliz, die Würde ihres Amtes und die Schrecken ihres Glaubensbekenntnisses besaßen, als Gefangene eines eifersüchtigen Adels und einer Bürgerschaft, deren Frömmigkeit unter der Nähe des Petersthrones litt. Die Römer waren zu stolz, um sich von Königen beeindrucken zu lassen und zu vertraut mit dem Papsttum, um Ehrfurcht vor den Päpsten zu haben. Sie sahen in den Stellvertretern Christi Menschen, die wie sie selbst der Krankheit, der Sündhaftigkeit, dem Irrtum und der Niederlage unterworfen waren, und in ihren Augen war das Papsttum nicht eine Feste der Ordnung und eine rettende Burg, sondern eine Sammelagentur, vermittels deren die Pfennige Europas den Römern ein arbeitsloses Einkommen gewähren konnten. Nach kirchlicher Überlieferung konnte kein Papst ohne Zustimmung der Geistlichkeit, des Adels und der Volksmassen Roms gewählt werden. Die Herrscher von Spoleto, Benevento, Neapel und der Toskana und der Adel von Rom waren wie eh und je in Parteien aufgespalten, und diejenige Partei, die in der Stadt gerade die Vormacht hatte, betrieb ihr Ränkespiel, um den Papst wählen zu lassen und in ihrer Hand zu haben. Miteinander zerrten sie im 10. Jahrhundert das Papsttum auf den niedrigsten Stand, den es in seiner Geschichte je einnahm. Die Herzöge und die neuen Machthaber des Nordens, Westens und Ostens, sie alle blieben von der Korruption nicht unberührt, und manch einer von ihnen war aufgebrochen, um in der verrückten Hauptstadt für Ordnung zu sorgen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt zum Verständnis des 10. Jahrhunderts, denn wir haben über all diese positiven Vorgänge gesprochen, an denen die christlichen Mönche mitgewirkt haben, die Gründung von Gemeinden, von Städten und Bauernhöfen,
die Erschließung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Alles richtig, aber zur selben Zeit, naja, all diese negativen Sachen, die man über die Kirche im Mittelalter so hört, die herumhurenden Päpste, die Intrigen, die Auftragsmorde und die Gegenpäpste. Im 16. Jahrhundert hatte man für diese finstere und doch irgendwie auch pervers faszinierende Zeit einen Ausdruck gefunden. Pornokratie. Die Zeit, als Dirnen über die Kirche und somit über die Christenheit herrschten. Das war Rom im 10. Jahrhundert. Eine Dose voller Würmer. Zwei Sachen passieren also gleichzeitig. Auf der einen Seite erreicht das Papsttum in Rom einen absoluten historischen Tiefpunkt. Auf der anderen Seite passiert in den Regionen nördlich der Alpen sehr viel Neues und Faszinierendes. Es überrascht nicht, dass für viele bald feststeht, dass die kulturelle Zukunft Europas fränkisch-germanisch sein soll. Eine Idee, die in Rom kaum Fürsprecher findet. Ein faszinierender Widerspruch. Denn du findest kirchenhistorische Bücher, die dieses 10. Jahrhundert quer durch die Bank als das dunkle Jahrhundert bezeichnen. Doch es ist auch die Zeit von Otto dem I., über dessen Herrschaft der Geschichtsschreiber Dietmar von Merseburg schreibt: Temporibis suis aureum illuxit seculum. In seinen Tagen erstrahlte das goldene Zeitalter. Okay, man kommt natürlich schwer an der Feststellung vorbei, dass Dietmar Bischof eines Bistums war, das von Otto dem I. finanziert wurde. Aber er wird nördlich der Alpen nicht der einzige gewesen sein, der gerade diese Jahre so empfunden hatte. Das dunkle Zeitalter und das goldene Zeitalter, gleichzeitig in Europa. Es kam eben darauf an, wo man wohnte. Wer damals in Marburg, Merseburg oder Meißen lebte, erfuhr die Zeit als ein goldenes Zeitalter, denn diese Städte erhielten mächtige Finanzspritzen und wurden zu neuen Schnittpunkten des Handels gekürt. Damals wurden die Weichen gestellt, damit Marburg und Merseburg zu Weltstädten wurden. Das hat dann leider nicht geklappt, da die Wirkungsdauer von Otto dem I. und den Ottonenkaisern im Allgemeinen einfach zu kurz war. Doch lebte man zur selben Zeit in oder um Rom, so war man Zeuge oder gar Mitwirkender eines chaotischen Machtkriegs zwischen den italienischen Herzögen und der mal mehr und mal weniger ruchlosen Päpste. Diese Dynamik zwischen Nord und Süd, also zwischen den visionären, doch im Süden auch häufig belächelten germanischen Aristokraten und einer italienischen Noblesse, die tief in Korruption verstrickt war, gleichzeitig aber auf dem kulturellen europäischen Erbe saß, ist eines der zentralen Themen, die man im 10. Jahrhundert in Europa erkennen kann. Und dies ist das Klima, in das Gerbert von Aurillac hineingeboren wurde. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode.